Für Sarah Schreck, König Buhus geheimer Verehrerin, hat es sich in der letzten Folge ausgeschmeckt. Wir haben sie eingesaugt und Mario gerettet. Also zumindest sein Bild. Gleich werden wir ihn noch befreien. Vorher möchte ich aber noch den einen oder anderen Tipp eurerseits umsetzen, um so nah wie möglich an die 100k heranzukommen. Hier gibt es nämlich noch zwei Geldgeister, die wir jetzt noch eliminieren wollen. Komm her. Komm. Zack, boom, jetzt scheppert's. Ich sollte gucken, dass ich auch die ganzen Goldbarren hier einsauge, die teilweise schon verpuffen. Der eine Geldgeist ist, glaube ich, besiegt. Jetzt bringen wir noch schnell dich um. Schnappen uns die Schätze. Dafür gibt es sogar ein Achievement. Alles klar. Freu dich nicht zu lange, Luigi. Wir wollen schließlich zugreifen. Perfekt, das hat sich gelohnt. Mit dem echten Luigi können wir im Wohnzimmer bei der Geistervilla sogar noch interagieren. Was auch ziemlich cool ist. Und einen weiteren Geldgeist triggert. Na komm mal her. Haben wir ihn. Ja, es wird zugeschlagen. Ganz ohne Gnade. Sehr gut. Ah, das hat ihn sogar erschreckt. Komm her. Hä? Da kam ich jetzt irgendwie nicht vorbei. Egal. Wir setzen nach. Möglichst nicht gegen die Wand hauen, weil ihr wisst ja, dann kann es passieren, dass der ein oder andere Goldbarren in die Wand glitscht. Oh, das wollen wir ja nicht. Wir wollen alles haben. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich nochmal versuchen, da oben an das Sparschwein ranzukommen. Komm runter zu Papi. Ach nee, wir können da was schießen. Ach so. Ah, so geht das. Und der Goldbarren da oben, bleibt jetzt hängen, oder was? So, und dieses Buch hier können wir einfach mit Hilfe des Schreckwecks drehen. Es war also kein Hinweis auf ein kommendes Rätsel in dieser Etage. Deswegen bin ich hier jetzt nochmal zurückgegangen, weil ich mir schon dachte, okay, dann habe ich da wohl irgendwas nicht verstanden. Und so ist es auch. Eigentlich viel einfacher als gedacht. Okay. Oh, yes. Haben wir sogar noch 96.000 erreicht. Geil. Und nun befreien wir endlich Mario. Ja, wuhu. Oh. Ha. Oh. Oh, yeah. Yeah. Way to go. Mario. Luigi. Come on, this way. This way. Huh? Oh, let's go. Huh? Come on. Oh. Ha! Oh yeah! Ha ha! Come on. Mario? Oh. Okay. Luigi, dein Ernst? Wolltest du gerade ernsthaft ohne Prinzessin Peach gehen? Das kannst du doch nicht bringen. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Ja. Gut. Mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und... Huch! Oh, oh nein, nein! Verdammt. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass König Buhu seine Abwesenheit ausgenutzt hat, um Professor Igitt gefangen zu nehmen. Quasi als ultimatives Druckmittel gegen uns. Oh oh. Das wird noch mächtig Ärger geben, sag ich euch. Er ist nicht dumm. Er ist dreist. Er ist König Buhu.
Wow, Mario! Alter! Ich hab dich nicht befreit, damit du mich zu Tode erschreckst, ja? Ich glaub, es hackt! Ja, genau! Und jetzt hetzt er mich auch noch! Hey, come on, Luigi, brother! Sei still! Habt ihr diesen Schatten gesehen? This way! Ja, ist mir klar, hetz mich nicht so. Alter. Direkt bereue ich es, ihn gerettet zu haben, ne? Ja, der kann das mit seinem Long Jump vielleicht machen, aber wir mit unserem Schreck weg sind ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Wofür war der eine Farbe eigentlich? Ja. Ich glaube, damit konnte ich irgendwas machen. Naja, was soll's. Oh, hier. Kann man doch bestimmt drehen. Ja. Sieht auch voll cool aus. Geldscheine! Genau, jede Menge Geldscheine noch. Die wir niemals alle zu fassen kriegen. Die Hälfte fliegt runter. Mario! Was erlaubst du dir? Ich meine, gut, verstehst ja, dass er in Panik ist. Und, wir uns beeilen müssen, um Peach zu retten. Aber das ganze Geld, Leute, das ganze Geld! Am Ende gibt's ja wieder eine Wertung. Je nachdem, wie viel Geld man beisammen hat. Und ich möchte jetzt noch so nah wie möglich an die 100.000. Ich glaube, die 100.000 sind so die Maximalwertung, die es gibt in dem Spiel, oder? Weil ich denke jetzt nicht, dass wir so viele Secrets verpasst haben. Wir waren ja echt gründlich. Ah, okay, und hier gibt's nur noch Herzen, alles klar. Und nun geht es wie in Luigi's Mansion 1. Rauf aufs Dach. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in Luigi's Mansion 2 war, aber das Finale des ersten Teils fand auf jeden Fall auf dem Dach der Villa statt. Mario, chill deine Base. Ja, genau. Jetzt muss er noch mit seinen Skills angeben hier. Come on, Bro. Ja. Ich kann aber leider keine Wandsprünge ausführen. Oh, Depri. Vor allem mit dem schweren Schreck weg. Geht das mal gar nicht klar. Er hätte mir doch wenigstens nach oben helfen können. Aber nein, wir müssen uns jetzt einen anderen Weg suchen. Einen gefährlicheren Weg. Komm ich da rein? Nee. Aber Fledermäuse kommen raus. Und zwar nicht zu wenige. Oh my goodness. Vielleicht ist nichts mehr. Aber eine Leiter nach oben. Spannung baut sich auf. Gleich sind wir da. Aber ich glaube, hier gibt's noch was. Oder? Na, ich weiß nicht. Ich schaue es lieber nicht nach. Jedem Cent müssen wir ja jetzt ja nicht nachjagen. Außerdem können wir Prinzessin Peach nicht länger warten lassen, nicht wahr? Luigi, come on. Please, help, Luigi. Ist ja gut, Mario. Ich weiß, was ich tue. Peach, du bist frei! Können wir das Kuscheln auf später verschieben? Wir müssen weg hier, bevor... Ja. Bevor König Buhu auftaucht. Da ist er! Wie dreist von dir, dich mir entgegenzustellen, Luigi. Du hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier oben durchgekämpft, um mich herauszufordern, was? Du Narr! Na schön, mit Hilfe von Igits ärgerlichen Erfindungen hast du dir den Weg durchs Hotel gebahnt und überall Geister aufgesaugt. Nur weil du all die Geister aufgesaugt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen.
Und diese Sarah Schreck. Ja. Sie hat deine Leute einfach entkommen lassen. Es nervt, wenn jemand entwischt, der in ein Bild gebannt war. Das stimmt. Sarah Schreck. Diese Geister, nutzlos allesamt. Ich werde alles selbst ins Reine bringen müssen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Buhu greift jetzt knallhart durch. Ihr werdet allesamt in einem Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild, das ist euer Schicksal. Oh nein! Ich wusste, er hat Igitt geschnappt. No! Ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ja? Nein? Es ist mir ohnehin egal. Oh nein, Leute! Schnell weg da! Leute! Oh, Hundi, danke dir. Hm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment! Es sollten doch 7 sein. Wer fehlt? Na, wer wohl? Luigi! Was machst du denn da drüben? Na, es reicht. Da gehst mir so dermaßen auf den Geist. Du willst also kämpfen? Na schön, dann los, Luigi. Das ist dein Ende. Endgültig. Hier kommt König Buhu. Oh, shit, Leute. Da geht's nun also los. Final Battle gegen King Buu. Okay, was macht der? Er wird wahrscheinlich wieder viele verschiedene Attacken auffahren. Oder seine Zunge ausfahren. Alter, das ist eklig. Da kann selbst Schlurp noch was von lernen. Was nun? Boah, das war gemein. Okay, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Das ist ein ganz Dreister. Oh, und die Attacke erinnert mich an Luigi's Mansion 1. Da hat sich König Buhu ja auch im Körper eines Fake-Bowsers versteckt. Die sind gesteuert und ja, jede Menge Feuerbälle geschossen und wobei, nee, das waren so glühende Stachelkugeln und Flammenwurf wurde eingesetzt. Genau. Aber trotzdem erinnert mich das irgendwie daran. Ja, solche Dinger waren das! Ich glaube, das sind genau die gleichen! Oh, die Bomben brauche ich, oder? Was mache ich jetzt damit? Auf ihn schleudern? Ja. Na, schmeckt's? Das gibt mir Super Mario Sunshine Vibes. Weil, ebenfalls im Hotel von Mario Sunshine musste man... Ja, wie kann ich ihn verletzen? In Mario Sunshine musste man ebenfalls... Hä? Was? Muss man Chili in seine Zunge schmeißen, damit diese brennt? Aber das ist ganz egal, weil ich glaube... Wir haben was falsch gemacht. Wie kann ich ihn denn verletzen, bitte? Ich konnte ihn mit der Bombe betäuben, aber was dann? Ich hab versucht, den Kristall abzusaugen. Ich hab versucht, ihn zu blenden. Ich hab versucht, die Zunge einzu... Ach, die Düsterlampe. Ja. Okay. Haben wir gleich. Aber jetzt muss ich, glaube ich, nochmal das ganze Attackenschema überleben. Bis er mir eine neue Chance gibt. Und bei den Bomben musste ich vor allem richtig schnell sein. Da hatte ich Glück, dass ich die Zungenattacke überstanden hatte. Hä? Warum kann ich ihn jetzt gar nicht mehr treffen? Okay, das Zielen ist ein bisschen tricky. Aber es hat geklappt.
Auch das bringt nichts? Ja, aber dann muss ich doch irgendwas mit der Zunge machen können. Was zum Teufel? Vorhin war das nicht möglich. Shit. Einer reicht nicht. Schnell! Leute, schnell, schnell, schnell! Zieh! Oh Mann! Ja, aber ey, Digga, was soll denn das? Ich habe vorhin schon an seiner Zunge gezogen und es hat nichts gebracht. Jetzt braucht man auch noch Luigi dafür. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir rausgefunden haben, wie wir ihm schaden können, aber jetzt wissen wir es. Ich weiß nur nicht genau, was ich beim ersten Mal bei der Zunge falsch gemacht habe und ob das vielleicht schon wieder ein Fehler war. Leider ist die 15. Etage ja insgesamt ein bisschen buggy gewesen. Scheint auch den Bosskampf zu betreffen, leider. Aber gut, wenn es das einzige Mal ist, dann ist nicht so schlimm. Bleiben wir in Bewegung, dann kann er uns nichts. Ja, jetzt habe ich das auch eigentlich alles ganz gut auswendig gelernt. Die einzige Gefahr ist lediglich das Zielen. Aber das passt. So. Jetzt packen wir dich und schmeißen dich durch die Gegend, Alter. Und jetzt geht's sofort. Hä? Okay, also das ist auf jeden Fall ein bisschen strange. Aber egal. Nimm das. Blöder Buhu. So, das hat gesessen. Was jetzt? Was macht er da? Nein! Er kopiert unseren Trick! Nicht im Ernst! Jetzt kann er jede Attacke zweimal einsetzen? Digga, was? Mach mal ein bisschen lauter, damit ich die Musik mehr fühle. Aber es ist ein guter Bosskampf! Schön viele Attackenschemen! Oh mein Gott! Und tatsächlich herausfordernd. Und ich glaube, das wird noch richtig ätzend, wenn er jetzt zweimal die Zungen-Move auspackt. Und das wird er jetzt tun, richtig? Nee, noch nicht. Erstmal die Schoße. Okay, aber davor habe ich nicht so viel Angst, muss ich sagen. Oh lol. Vor allem, man ist hier in der Mitte scheinbar sicher. Weil die können ja nicht wieder ineinander verschmelzen. Und so können sie mich nicht treffen. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Waffe gegen. So, jetzt aber Vorsicht, jetzt kommt die Zunge. Oder? Ja. Oh, man sollte sich nicht in die Enge drängen lassen, sonst kann man nicht mehr ausweichen. Immer schön hier in der Mitte rumgurken. Ja, perfekt. Was? Was ist das denn jetzt? Oh. What the hell? Wir haben das gar nicht mal schlecht gemacht, aber es ist trotzdem super schwer, der geschlängelten Zunge auszuweichen. Okay, also er packt auf jeden Fall auch noch neue Tricks aus. So, jetzt ist aber unsere Chance da. Vorsicht, die eine Bombe explodiert, die andere... Warte, sehe ich irgendwie, welcher der echte Buhu ist? Okay, offensichtlich habe ich Glück gehabt. Oder ist es egal, keine Ahnung. Weil für mich sahen beide, ehrlich gesagt, die ganze Zeit gleich aus. Ich weiß nicht, ob der eine... Das war vorhin ein Bug mit der Zunge. Ob der eine vielleicht irgendwelche Signale sendet, aber für mich sehen beide tatsächlich gleich aus. Nimm jetzt noch mehr Schaden, du scheiß Drecksbuhu. Okay, wir haben alle Leben, alles gut. Aber jetzt sag mir bitte nicht, dass das sich verdreifacht. Wo ist er überhaupt hin? Hallo? Schon vorbei? Wohl eher nicht. Was machst du da? Gehst du jetzt völlig durch? Nee! Als ob! Er will das ganze Hotel in das Bild verfrachten. Alter, bist du jetzt völlig krank? Oh nein, er ist halt einfach sich, oder? Was ist das für ein Timer? Ja, super. Schaffe ich nicht mehr, wer ist dahinter? Alter, heftig! Oh, aber wir kriegen direkt die Möglichkeit, ihn einzuheizen. Ich weiß nur... Was zum... Okay, ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut. Bombenhagel! Und keine einzige bleibt übrig, oder was? Ach, komm schon. Oh, aber die Augen von dem einen Buhu leuchten, glaube ich,
etwas häufiger als die des anderen. Kann das sein, dass das Zeichen ist, dass das der echte ist? Man muss sie irgendwie unterscheiden können, definitiv. Ja, hier. Der eine hat fast immer die Augen offen, die anderen nicht. Okay, das muss es sein. Behalten wir ihn im Auge. Das ist super schwer. Man muss den Attacken ausweichen und dann auch noch ihm ständig in die Augen gucken. Und Glück haben, dass er die Bomben droppt. Was er natürlich nicht tut. Ah! Verdammt, diese Zungenattacke. Ich hasse sie. Macht er jetzt dreifach geschlängelte Zunge? Das wäre absolut broken. Er macht's. Ja, genau. Irgend so ein Ding hat mir noch die Sicht versperrt. Aber, diesmal schaffen wir es durch. Komm. Nein! Oh, oh. Jetzt wird's eng. Und warum schmeißt du denn keine Bomben mehr raus? Welcher ist der echte? Hä, oder muss ich einfach nur 4 Minuten durchhalten? Irgendwie ist das gerade total seltsam. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Alter, der dreht völlig am Rad. Ich glaube, der rechte ist echt. Ja, der rechte müsste echt sein. WTF. Yes. Gib ihm. Ich hoffe, das war's jetzt. Schnell, Luigi. Aber wir tanken auch nicht mehr viel. Bloß keinen Zungenbug, bitte. Kein Zungenbug. Oh, Luigi, Hilfe. So, jetzt kriegst du nochmal voll einen rein hier, du. Yeah. Saug ihn ein. Schnell. Ja. Und obendrauf gibt's nochmal diesen wunderbaren Kristall. Ey, das war ein richtig geiler Bossfight. Super schwer, wir sind auch fast draufgegangen. So muss das sein. Geil, Alter. Heutzutage sind so viele Nintendo-Bosse zu einfach, aber das zählt nicht für diesen hier. Und warum kann ich Luigi nicht mehr zurückholen? Egal. Das war wirklich ein guter Endbossfight. Und jetzt sind wir mal so richtig rich, Baby. Oh, stimmt, wir müssen noch unsere Freunde retten. Ganz vergessen. Nein, Luigi, wie kannst du das tun? Geld geht doch vor, Freunde. Spaß. Moment. Oh. No! Oh, Queen of Time Wipes. Als ob! Den Aufzug können wir jetzt nicht mehr verwenden, oder? Luigi! Der Kristall! Nein! Der Kristall! Hm? Ja, moin. Ja, du bist ein ganz Lieber. Hallo. Okay. Befreien wir unsere Freunde. Yahoo! Oh, yeah! Way to go, bro! Thanks, bro! Oh, yeah! Yay! Oh! Er ist noch nicht kaputt! Jetzt beginnt ein neues Leben in Dubai. Oh oh. Luigi's Mansion 4. Nein, klaut mir nicht mein Kristall. Was zum... Jetzt bauen wir ein neues Hotel. Sehr geil.
Und ich glaube, es hängt jetzt davon ab, wie viel Geld wir gesammelt haben. Und je mehr wir haben, desto krasser wird das Hotel sein. Ja. Das ist ziemlich genial. Genauso wie das Spiel. Gott, hat Luigi's Mansion 3 Spaß gemacht. Und es sah so gut aus. Vor allem die Lichtschatten-Effekte. Kein Spiel auf der Switch hat in diesem Segment besser abgeliefert. Und auch die Animationen waren so humorvoll und cute. Einfach nur richtig, richtig gut. Da hast du einfach gemerkt, wie viel Arbeit und Herzblut da in dem Spiel und in dem Design drin steckte. Richtig, richtig geil. Fetter Daumen hoch. Darüber hinaus hat das Spiel wirklich viel Innovation geboten, kreative Rätsel. Luigi wurde so gut wie immer sinnvoll eingesetzt. Nur manchmal wirkte er etwas aufgezwungen oder ja, die ein oder andere Etage oder vielleicht auch einzelne Passagen, wo er jetzt nicht ganz so eingeplant war. Ich weiß ja auch nicht, wie früh im Entwicklungsprozess man entschieden hatte, Luigi mit einzubinden. Vielleicht war das ja eine Idee, die eher später kam. Keine Ahnung. Aber gut, man muss ihn auch nicht immer mit einbringen. Sonst nervt's irgendwann. Also ich fand das Maß eigentlich genau richtig gewählt. Genauso wie das Setting. Ich hab's schon bei der ersten Demo gesagt. Ach, bei der ersten Trailer. Das Setting mit dem Horrorhotel ist einfach nur genial. Und die passende Steigerung zu den Geisterwildern. Willen ist die Mehrzahl, ja, sorry. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man das übertrumpfen will, aber wir werden sehen. Und by the way, die Credits sind auch wieder total sinnbildlich für das Spiel sprechend. Weil wir hier die einzelnen Bilder sehen, wie gerade die neue Villa gebaut wird und das zeigt halt nochmal, wie viel Herzblut da drin steckt in jedem noch so kleinsten Detail. Allerdings haben sie es ein bisschen übertrieben. Es gab zwar viele Secrets, aber vielleicht ein bisschen zu viele. Oder zumindest zu viele Münzen zu sammeln. Also das war mir echt too much. Leider. Und man muss auch sagen, dass sie das ein oder andere Element und die ein oder andere Idee aus Luigi's Mansion 2 übernommen haben. Das habe ich jetzt nur einfach nicht gemerkt, weil, ja, ihr habt es ja auch festgestellt. Ich habe sehr, sehr viel aus Luigi's Mansion 2 vergessen, weil es halt naja, schon etliche Jahre zurückliegt. Ich habe das Spiel nur einmal gespielt im Let's Play und hab in der Zwischenzeit 150 andere Spiele gespielt. Dementsprechend da nicht mehr viel im Kopf, was da abging. Und ja, einige Dinge, die ich vielleicht als neu empfunden habe, die waren es gar nicht. Deshalb muss man da auch ein bisschen was abziehen. Und ich sollte Luigi's Mansion 2 nochmal spielen. Aber ich habe ja gesagt, da kommt eine 4K-Version, sobald das technisch möglich ist. Was man dem Spiel auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass es zu kurz ist. Klar, man kann durchrennen, aber dann ist man selber schuld. Wenn man es so spielt wie ich, oder einigermaßen so wie ich, gründlich sucht nach Secrets und so und die Story genießt, dann ist das Spiel wirklich umfangreich und bietet viele verschiedene Settings, weil ja jede Etage auch nochmal individuell gestaltet wurde und ja, das habe ich einfach gefeiert. Die Bosse waren cool, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und auch da innovativ. Und ja, wo wir sie gerade sehen, die beiden nebeneinander. Multiplayer bot das Spiel ja auch. Habe ich privat ein bisschen gespielt mit meiner Freundin, also das funktioniert ganz gut. Das Einzige, was mich halt ein bisschen gestört hat, aber auch im Einzelspieler, Luigi ist halt ein bisschen overpowered, weil er unsterblich ist. Selbst wenn er besiegt wird, du kannst ihn gleich wieder rufen. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen zu einfach. Und vor allem auch teilweise unlogisch, weil wenn Luigi nicht sterben kann, dann könnte Luigi doch sich auch einfach an den Strand legen, während Luigi alles erledigt, oder? Naja, also kleiner Denkfehler, aber wenn man das mal ignoriert, dann gute Idee. Soundtrack fand ich nur mittelmäßig. Es gibt einige gute Tracks, aber die sind zu wenig. Die meisten anderen sind so, ja, vergisst du halt schnell wieder, ne? Also da fand ich, hat Teil 1, aber auch Teil 2 ein bisschen mehr geboten. Und ja, ansonsten, was gibt's noch zu kritisieren? Nicht viel zum Glück. Die Katze vielleicht. Das zweite Mal hätte wirklich nicht sein müssen. Grandioses Spiel, von mir 90% und mit Abstand das beste Luigi's Mansion. Auch wenn der erste Teil aufgrund von Nostalgie und weil du ihn halt immer wieder, wann du willst, schnell durchspielen kannst, einen Ehrenplatz im Herzen verdient hat. So, ist das die neue Villa? Sehr schön, A-Rang. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ich vermute, der höchste Rang ist S. Kriegt man wohl ab 100.000. T.
Tja, da sind wir knapp gescheitert, aber ich bin zufrieden. Yay! Schön friedliches Ende. Happy End! Juhu. Bye, everybody! Tschüss!